Das Solar Crown Komitee informiert, dass eine neue Meldung ansteht. Die Fahrerauswahlphase wurde beendet. Wenn du diese Nachricht erhältst, wurdest du für die Teilnahme am Solar Crown ausgewählt. Glückwunsch! Wie es aussieht, gibt es dieses Jahr einige sehr interessante Teilnehmer. Mit Nachrichten wie dieser wollen wir dich rund um das Solar Crown auf dem Laufenden halten. Hier findest du alles Wichtige zu demnächst verfügbaren Events und was es sonst noch Neues gibt. Es wird Zeit, sich dem Wettbewerb zu stellen. Und für den Anfang geht es direkt nach Hong Kong Island. Du hast deinen Ruf verbessert. Herzlichen Glückwunsch. Dein Ruf ist äußerst wichtig im Solar Crown, denn er lässt dich zur Legende werden. Je häufiger du an Events auf der Insel teilnimmst, desto mehr Aufmerksamkeit bekommst du. Mit steigendem Ruf erhältst du Zugriff auf Rennen und Autos, die nur wenigen Auserwählten offenstehen. I've marked your next race. You can open your map to check its location. Ich markiere dir den Heliport auf der Karte, damit du den Weg findest. Rechts abbiegen. Ich habe deinen Zugriff aktualisiert. Du kannst jetzt das Licht einschalten, die Fenster herunterfahren und einen Radiosender wählen. In 400 Metern rechts abbiegen. Deine Leistungen waren erstklassig, aber daran hatte ich nie Zweifel. Das Auto muss leider hier bleiben, aber für uns geht es jetzt ins Solar Hotel, das Zentrum des Wettbewerbs.
500 Meter hoch, 120 Stockwerke. Wir sind jetzt ganz oben im Solar Hotel. Es ist das höchste Gebäude in Hongkong und wurde speziell für den Wettbewerb gebaut. Aber das ist noch längst nicht alles. Das Solar Crown ist viel mehr als nur ein Wettbewerb. Es ist eine neue Sicht auf die Welt. Gut, ich muss mich um was Wichtiges kümmern. Nimm den Aufzug. Er bringt dich direkt zu deiner Suite. Bei allem anderen hilft dir Alice gerne weiter. Willkommen auf deinem Zimmer. Das Solar Crown Komitee stellt allen eines zur Verfügung. Ich bin Alice. Ich werde dir helfen, deinen Rennplan über die Infoanzeige in deinem Zimmer zu verwalten. Und ich helfe dir, deine Aktivitäten zu organisieren. Miss Hughes wartet übrigens beim Händler auf dich. Fahr mit dem Aufzug in die Hotellobby. Ein Fahrer wird dich zum Händler bringen. Das ist die Lobby des Solar Hotels. Hier gibt es verschiedene Serviceanbieter, wie den Bekleidungsladen und den Schönheitssalon. Außerdem kannst du hier andere Solar Crown Teilnehmer treffen. Die anderen Fahrer nehmen gerade am Rennen teil. Du triffst sie hier während des Wettbewerbs immer wieder. So wie du haben auch sie die Auswahlrennen erfolgreich abgeschlossen. Dein Chauffeur wartet am Eingang zur Lobby auf dich. Er wird dich zum Händler bringen. Miss Hughes hat mich gebeten, dich zu fahren. Bitte folge mir. Ach, gut. Perfektes Timing. Was sagst du zu diesem Händler? Im Rahmen des Wettbewerbs haben wir mehrere solcher Orte überall auf der Insel eingerichtet. So haben alle, die hier teilnehmen, immer Zugang zu den bestmöglichen Autos. Allerdings musst du dir erst einen gewissen Ruf verdienen, um bestimmte Wagen fahren zu dürfen. Die Organisation hat das nötige Kleingeld für ihre großen Pläne. Und hier sind die ersten drei für den Anfang verfügbaren Autos. Deine Wahl! Das Solar Crown schreibt deinem Konto außerdem deine ersten Solar Coins gut. Ich muss jetzt leider weiter, aber ich bin mir sicher, wir haben bald wieder die Gelegenheit zu sprechen. In der Zwischenzeit kannst du gegen die anderen Mitglieder des Solar Crown antreten. Viel Glück!
Bist du dir unsicher, welches Auto du nehmen sollst? Probier sie aus. Dafür gibt es Testfahrten.